Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Valet. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Spiel. Wir spielen heute das Spiel Valet. Ein Spiel, wo es darum geht, Autos einzuparken. Ich habe das Tutorial schon mal gespielt. Also ich wollte das eigentlich auch schon aufnehmen, aber habe da irgendwie einen Aufnahmefehler gehabt. Ja, bei diesem Spiel ist man ein Parker und das Spiel ist sehr, sehr stressig, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, ich kann mir hier einen von vier Charakteren aussuchen. Das Spiel hat zwar eigentlich auch Multiplayer, aber halt nur im Lokalen. Ich verstehe nicht, warum man heutzutage überhaupt noch lokalen Multiplayer macht. Hier ist akuter Parkbedarf. Holt und parkt bei und bringt die Autos, was das Zeug hält. Das war übrigens unser Chef. So, mein Auftrag. Parkt die Autos. Da komme ich. So, hier kommen jetzt nach und nach Autos und die muss ich dann da in dem Bereich fahren. Also, je nachdem, wie ich hier mit dem Kontrollstick drücke, fährt der auch. So. Ich krieg Punkte, je nachdem, wie gut die Autos am Ende noch erhalten sind. Das war der mit Parkschein Nummer 1. Macht hinne, das ist Parkschein Nummer 2. Nummer 3 ist auch schon draußen. Passt. Dich parke ich hier schon mal, weil du wahrscheinlich als nächstes rauskommst. Okay, die sind schon mal alle drin. Das ist am wichtigsten, dass sie schon mal drin sind. Dich parke ich hier schon mal drauf. Dich fahre ich ein bisschen vor. Dich auch. Dann kann die da rauskommen und dann kann ich die schon mal rauskommen lassen. Perfekt, ich werde die Autos gerade los. So. Ich könnte mir das als Multiplayer im Online richtig geil vorstellen. So, ich habe es fast geschafft. Mission erfüllt. Ich habe erfolgreich Autos geparkt. Und jetzt sieht man so eine Wiederholung von den Sparen, die ich gemacht habe. Ah, und zusammen könnte man dann abstimmen, was war der beste Moment. Ich bin ein Wandervogel, offenbar. Naja, vielleicht fügen die ja noch Online-Multiplayer hinzu. Dann versuche ich mal, die Akadari-Boys oder Sunny zu überreden, mit mir dieses stressige Spiel durchzuspielen. Weil ich so stressige Spiele immer lustig finde. Damit ihr den Feierabendverkehr geschickt umgehen könnt, haben wir praktische Autoschleudern installiert. Guten Flug! Ach so, jetzt muss ich die Autos rüberschleudern, oder wie? In die Lücke! Ach du Kacke. Okay. Ich selber muss mich wahrscheinlich auch rüberschleudern. Ja, muss ich. Das darüber. Passt. Das Auto ist noch heil. Es steht perfekt. Die wollen auschecken. Es steht da, wo es hingehört. Ah, und jetzt kommen die Autos da unten. Wessen Auto ist denn das? Sag bloß einer von da unten. Rüber damit. Hui. Die leben noch. Ah, okay, und wenn sie nicht lang genug, wenn ich nicht schnell genug bin, dann werden die so weggeschleudert.
Das Wichtigste ist, dass die Autos überhaupt wegkommen. Der war schnell. Ich muss nicht mal perfekt drauf parken. Es reicht, wenn es ohne mich da durchfährt. So. Die beiden Autos weg. Jetzt kommt wahrscheinlich eins von da unten. Die muss ich ja rüberschleudern. Oh Gott, dieses Spiel ist wirklich stressig. Außerdem einem Auto, was ich rübersteuern sollte, habe ich es geschafft. Definitiv der Lenke. Rechts hat er sich ja nur gedreht. Nur 2 von 3 Sternen. Vortreffliche Teamarbeit. Ich schätze, ihr habt mich beim Wort genommen, als ich andeutete, dass ihr im Fluge dahin eilen sollt. Nun ist der Demo-Auftrag hiermit beendet, aber es gibt noch jede Menge Parkplatzbesuchende, panische Personen, die Hilfe benötigen. Lade die Vollversion runter und werde zu einem Very, Very Valid. Also mehr kann ich jetzt nicht machen. Ja, war ein kurzes Video damit. Also bei mir sind es nur 7 Minuten. Vielleicht kann ich ja die Fahrschule noch retten. Obwohl das auch nicht viel war. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like. Da war ein relativ kurzes Video, aber auf die Vollversion hätte ich halt trotzdem Bock, weil so stressige Spiele finde ich immer lustig. Auf jeden Fall war es das für heute. Tschüss!